ja, aus dem Bereich analytische Geometrie. Spannen diese drei Punkte eine Ebene auf? Und wenn ja, dann bestimmt doch mal die Parameterform von dieser Ebene. Also, diese drei Punkte dürfen nicht so liegen, ne, dass sie, wenn ich jetzt eine Linie durchzeichnen würde, ne, auf einer Geraden liegen, dann würden sie keine Ebene aufspannen. Das heißt, diese drei Punkte, also optisch gesehen, ne, Punkt 1, Punkt 2 und der nächste darf nicht, ne, wenn ich jetzt eine Linie durchziehen würde, auf dieser Linie liegen, sondern zum Beispiel so. Was muss dann gelten? Die Vektoren, wenn das jetzt die drei Punkte A, B und C sind, müssen der AB-Vektor und der AC-Vektor, ne, die dürfen kein Vielfaches voneinander sein. Also Ansatz, AB-Vektor aufstellen. AB-Vektor wäre, ne, von A nach B, Vokabel auspacken. Die ausführliche Rechnung wäre B-Vektor minus A-Vektor rechnen, müsste rauskommen, 4 minus 2 ist 2, 4 minus 1 ist 3 und 4 minus 3 ist 1. Na, 3, so. AC-Vektor, ja, AC-Vektor, gleiche Spielchen, AC-Vektor, Berechnung wäre C-Vektor minus A-Vektor, 0 minus 2 ist minus 2, 0 minus 1 minus 1, 5 minus 3 ist 2. Sollte es immer an einem Punkt zu schnell gehen, dann hüpft in die Wissenslücke rein, zum Beispiel mit einem Video. Der Unterschied zwischen Ortsvektor und Richtungsvektor ist wirklich das Allerwesentliche in der analytischen Geometrie. Dann kommt ihr vom Verständnis her wirklich super überall mit. Ihr habt jetzt hier die beiden Vektoren AB, AC. Und ich denke, man sieht jetzt schon optisch, ne, diese beiden Vektoren sind kein Vielfaches voneinander. Man kann es auch noch rechnerisch dann belegen, ne? 2, 3, 1, wenn man es nicht direkt sieht, ist dieser Vektor ein K-mal, also ein Vielfaches von minus 2, minus 1, 2. Das könntet ihr jetzt auch noch im Gleichungssystem, ein ganz harmloses römisch 1, 2, 3 belegen, dass hier nicht überall der gleiche K-Wert rauskommt. Also spannen diese drei Punkte eine Ebene auf. So, wie ist jetzt das Gerüst? E-Doppelpunkt, X-Vektor gleich. Wir brauchen einen Ortsvektor plus r mal dem ersten Spannvektor plus s mal dem zweiten Spannvektor. Die Spannvektoren haben wir schon. 2, 3, 1, minus 2, minus 1, 2. Und hier sind wir schon wieder bei dem, was ich angesprochen habe, der Unterschied zwischen Orts- und Richtungsvektor. Ne? Die Spannvektoren, ne, könnt ihr auch Richtungsvektoren sagen. Und hier brauchen wir einen Ortsvektor. Da könnt ihr euch einen Punkt aussuchen. Ich nehme 2, 1, 3. Und auch hier sollte man sich das Ganze optisch visualisieren. Ja, ganz wichtig, hier, ne, der Punkt umgeschrieben als Ortsvektor und hier zwei Spannvektoren. Und gerade mit dem Verständnis kommt ihr dann hinterher dann auch bei den Anwendungsaufgaben easy durch.